Hallo zusammen und schön, dass ihr bei einem neuen Video dabei seid. Ich komme gerade aus der Dusche, deswegen schaue ich heute ein bisschen wild und anders aus als sonst, aber das soll uns ja alle nicht stören. Auf diesem Kanal gebe ich ja so ein paar Impulse, Tipps, Learnings rund um das Thema Struktur im Alltag, gesunde Routinen, Selbstorganisation, aber ich nehme euch auch immer total gerne mit hinter die Kulissen, wie es so ist, als Selbstständige zu arbeiten. Ich bin selbstständige Online-Texterin und SEO-Beraterin. Und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal in einen Tag von mir mit. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht mal so spannend wird, weil ich einfach sehr, sehr viel am Computer sitzen werde. Aber ja, ich dachte, ich filme es einfach mal mit und mal schauen, was draus wird. Ich sitze jetzt gerade noch hier am Esstisch und frühstücke. Ich war gerade mit meiner Freundin Sam beim Laufen. Jetzt ist es gerade 10 Uhr, das heißt, ich muss diese Stunde eineinhalb wieder so ein bisschen reinholen. Das heißt, heute möchte ich auf jeden Fall so strukturiert wie möglich arbeiten. Ich war jetzt gerade in der Dusche und habe mir jetzt ein kurzes Frühstück gemacht. Und zwar ist das Joghurt mit Banane, Kakaonibs, Erdnussbutter, Leinsamen und zwei getrockneten Aprikosen. Das werde ich jetzt dann mal essen. Und nebenbei werde ich mich um meinen Tagesplan kümmern. Wie sieht es aus? Ich habe auf der einen Seite den Ein guter Plan, von dem habe ich euch schon mal erzählt und eine extra Review dazu gefilmt. Das verlinke ich euch hier irgendwo hier im Video. Und ich habe parallel noch so einen kleinen Block. Sind einfach nur DIN A4 Blätter, auf denen auf der anderen Seite schon was steht, also sozusagen so Schmierpapier. Die habe ich mir geviertelt und mit so einer Klammer wird das zusammengehalten. Und so strukturiere ich meinen Tag. Also ich schaue dann zum Beispiel hier. Ich zeige euch das mal an einer leeren Seite, weil ich nicht meine ganzen Termine zeigen will. Also hier sozusagen steht normalerweise alles, was ich in der Woche schaffen will. Das sind dann eher die größeren Themen. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit privaten Terminen oder privaten To-Dos und meinen Selbstständigkeits-To-Dos hier einfach viel zu wenig Platz habe, beziehungsweise teilweise einfach hier mehr Platz bräuchte, dass ich diese ganzen To-Dos hier eintragen kann. Das heißt, ich mache dann für jeden Tag einfach hier, schreibe ich mir meine ganzen To-Dos nochmal ein bisschen kleinteiliger auf, damit ich dann auch schön viel abhaken kann und am Ende des Tages das Gefühl hatte, dass ich sehr, sehr produktiv war. Genau, das heißt, ich esse jetzt und schreibe mir meine Tages-To-Dos auf. Und um 10:30 habe ich schon meinen ersten Termin und zwar mit dem Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova. Die hatten mich kontaktiert und wollten mit mir sprechen über meine Learnings aus der Arbeitslosigkeit. Zur Arbeitslosigkeit habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch irgendwo hier oben im Video. Aber mit denen telefoniere ich heute um 10:30 nochmal. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was dieses Mal für Fragen gestellt werden. Wir hatten schon ein längeres Telefonat, jetzt kommt nochmal ein kürzeres rund um das Thema Wirecard, eben bei dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Und genau, das heißt, ich muss jetzt schnell mal essen, meine To-Dos aufschreiben und mich dann für das Telefonat bereit machen. Let's do this! Also die abgesagte Bilanzpressekonferenz, die war am 18. Juni und meinen Job verloren, den habe ich am 25. August. Und es hat sich dann eben so entwickelt, dass ich nach diesem Wochenende, als es dann eben alles war, ich hatte eben Urlaub, kam zurück in die Arbeit und es war einfach. Okay, Telefonat abgehakt. Mache ich gleich mal einen Haken an meine To-Do-Liste. Da bin ich schon immer so ein bisschen aufgeregt, wenn man einfach so im Telefon dann spricht und
weiß, das wird sozusagen aufgezeichnet. Das war Gott sei Dank keine Live-Sendung. Es gibt von mir auch ziemlich witzige Geschichten, wo ich bei irgendwelchen Radiosendern angerufen habe und dann live in der Sendung war und irgendwas über Piercings gesprochen habe. Aber das wurde jetzt zum Glück nur aufgezeichnet, aber trotzdem muss man ja schon so ein bisschen performen. Okay, ich bin froh, dass das jetzt abgehakt ist. Das teile ich alles in den Shownotes. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal noch ganz kurz, wenn ihr wollt, folgt diesem Kanal, liked, kommentiert und ja genau, abonniert. Das hilft auf jeden Fall mir total. Und dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Genau, Werbesendung jetzt mal zu Ende. Ich muss jetzt meine To-Do-Liste abarbeiten und mal schauen, wo ich euch mitnehme. Bis später. Ich bin hier gerade schon am Mittagessen machen. Es ist jetzt 1 Uhr. Ich würde behaupten, dass ich mit meinen To-Dos eigentlich ganz gut durchgekommen bin. Ich habe vieles am Schreibtisch gemacht. Es waren so viele Kleinigkeiten, die ich machen musste. Ich hatte einige Telefonate, die noch sozusagen dazwischen gekommen sind. Und ich glaube aber wirklich, dass ich jetzt wieder mehr mit dieser Pomodoro-Technik arbeiten möchte oder muss. Falls ihr davon noch gar nichts gehört habt, ich verlinke euch mal ein Video hier oben. Das finde ich eigentlich ganz hilfreich. Klar, war ja auch das Video, das ich gemacht habe. Aber da geht es ums Thema Zeitmanagement. Und ich habe die Pomodoro-Technik zwar schon länger auf dem Schirm gehabt, habe sie aber erst so vor 2 Monaten mal so ausprobiert und muss sagen, dass ich sehr, sehr gut damit zurechtkomme und damit einfach irgendwie produktiver bin und mich auch einfach nicht so viel ablenken lasse von so Kleinigkeiten, die dann so passieren. Okay, wie gesagt, ich mache mir jetzt was zu essen. Hier sind so ein paar Linsennudeln. Dann habe ich noch einen Quinoa-Salat von meiner Birthday Party. Ein paar getrocknete Tomaten schneide ich rein. Also das wird jetzt eine kleinere Geschichte. Und dann mache ich vielleicht noch kurz einen Spaziergang. Ich glaube, ich brauche ein bisschen frische Luft. Und heute Nachmittag geht es dann weiter. Dann wird wieder gehustelt. Ich muss in einem Backend von einer Website, muss ich so ein paar Sachen ändern, dann ja, habe ich einfach noch so Kleinigkeiten irgendwie. Also heute ist es viel so Kleinzeug, weniger Texten und genau. Ach ja, ich wollte mal noch über ein ganz anderes Thema noch sprechen, wenn hier schon die Nudeln vor sich hin kochen. Und zwar würde mich von euch mal interessieren, wie ihr das ganze Thema Selbstständigkeit eigentlich so seht. Also wenn ihr selbst selbstständig seid, wie sieht euer Tag so aus? Gestaltet ihr ihn wirklich sozusagen selbst, wie es euch so taugt? Oder habt ihr auch so einen 9-to-5-Arbeitsalltag? Arbeitet ihr an einem Desktop sozusagen, an einem Schreibtisch oder arbeitet ihr vom Bett, vom Küchentisch, in Cafés? Wie ist es bei euch? Würde mich mal total interessieren. Und wenn ihr nicht selbstständig seid, würde mich mal total interessieren, was ihr vielleicht so über Selbstständige denkt oder was ihr euch vorstellt, wie sozusagen so ein Arbeitsalltag von Selbstständigen so aussieht. Und auch die ganzen Klischees, die so da draußen kursieren über Selbstständige, finde ich auch super spannend. Okay, Nudeln sind in 2 Minuten fertig und dann werde ich jetzt erstmal was essen und dann vielleicht noch eine kleine Runde spazieren gehen. Dann sehen wir uns später wieder und ich nehme euch sicherlich nochmal mit. Und meine Handbewegungen heute sind echt super cool. So und so und oh mein Gott. Okay, whatever. Wir sehen uns später. Jetzt mittlerweile 4:30. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 bis 3 Stunden noch für einen Kunden gearbeitet. Ich bin gerade dabei, mich für die Künstlersozialkasse zu bewerben, beziehungsweise um eine Aufnahme zu bewerben. Und die Künstlersozialkasse übernimmt die Sozialversicherungsbeiträge bis zu einem gewissen Grad für eben sozusagen Künstler, Texter, Texterinnen, Autorinnen, Autoren. Das ist eben eine ganz gute Möglichkeit, damit man diese ganze finanzielle Last von diesen Versicherungen nicht ganz allein tragen muss. Und da bin ich jetzt gerade auch dabei, diesen Antrag fertigzustellen. Und vielleicht habt ihr schon mein Video gesehen zum Gründungszuschuss. Das war auch super viel Zeug. Und hier ist es jetzt wieder das Gleiche.
Verstehe ich auch, man muss da re relativ viel einreichen und es ist wieder so viel Papier, es ist unglaublich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das auch digital hätte abgeben können. Ich habe es jetzt alles sozusagen ausgedruckt, aber es ist echt Wahnsinn, wie viel da sozusagen zusammenkommt. Und in dem Zusammenhang wollte ich euch noch auf ein anderes Video aufmerksam machen und zwar zum Thema Pareto-Prinzip bzw. zur 80-20-Regelung. Von diesem Antrag habe ich dann nämlich gesprochen und von dem Motivationsschreiben, was ich dafür gesprochen habe. Und ja, ihr könnt ja alles mal da sozusagen erfahren, was das mit Effizienz zu tun hat, mit Zeitersparnis und mit Perfektionismus. Genau, also schaut euch das andere Video auf jeden Fall mal an. Darum werde ich mich jetzt hier mal noch kurz kümmern. Und dann werde ich noch ein weiteres Video drehen. Und dann war es das eigentlich für heute schon fast. Ich hoffe, dass ich um circa 18 Uhr fertig bin, aber ich melde mich dann danach nochmal. Ich habe jetzt gerade noch aufgeräumt. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als nach einem Arbeitstag sich 10 Minuten zu nehmen und einfach alles mal so ein bisschen klar Schiff zu machen. Und das finde ich auch super angenehm, bevor man schlafen geht. Also wenn unter euch jemand ist, der manchmal so restless ist am Abend, probiert es mal aus. 10 Minuten, Viertelstunde einfach nochmal so durch die Wohnung laufen und aufräumen. Hammer. Aber ich dachte, wenn ich euch jetzt sowieso schon noch am Video habe, ich habe eine Lieferung bekommen von Two Thirds Barcelona. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich Fair Fashion über alles liebe. Ich kaufe entweder auf Vinted, also Kleiderkreisel, Secondhand oder fair produzierte Mode. Aber darum soll es jetzt auch nicht wirklich gehen, sondern ich will das jetzt einfach kurz noch mit euch auspacken. Wenn man was bestellt, dann bekommt man es nicht sofort, weil es muss erst produziert werden. Das heißt, ich habe es vor 2 Monaten bestellt. Ich habe dann irgendwann sogar vergessen, dass ich bestellt hatte. Und jetzt vor kurzem kam die Lieferung und Rechnung und so weiter und so fort. Und jetzt ist es da. Und ich würde sagen, wir machen es zusammen auf. Okay, mal schauen. Also, let's check this out. Okay, das hier ist sozusagen so ein Sport-BH sozusagen. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Sport-BH durchgeht, aber so im Sommer, wenn es super heiß ist hier in Deutschland. Ich bin übrigens, Fun Fact, wenn ich Geschenke aufmache, dann bin ich immer die, die mit einer Schere sozusagen alles ganz, ganz fein säuberlich aufschneidet. Dann habe ich mir bestellt eine Radlerhose sozusagen. Die Farbe finde ich cool. Ich sehe mich ja jetzt schon, wie ich dann so als Yoga-Topmodel durch München laufe. Nein, natürlich nicht. Aber cool. Ich hoffe, sie passt. Aber die Farbe finde ich total schön. Das ist so ein Dusty Rose. Oh mein Gott, ich habe noch nie so ein Haul gemacht, weil ich dieses ganze Thema Shopping, Shopping, Shopping auch nicht wirklich unterstütze, aber das ist ungefähr dieses eine Mal, wo ich was bestelle und jetzt seid ihr dabei. So, an das dritte kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist auch ein bisschen der Vorteil, wenn es so lange her ist, dass man was bestellt ist. Es fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachten. Weihnachten im Juni. Okay, ich habe mir noch so einen Body bestellt, der sieht auch sehr schön aus. Das ist so ein, wie ist die Farbbezeichnung? Peach. Echt jetzt? Nee, oder? Peach? Sieht eher so ein bisschen aus wie Senf und Kotze. Aber vielleicht ist es auch ein wunderschönes Nude. Es ist ein wunderschönes Nude, wenn man sich so im Spiegel so ein bisschen anschaut. Ja, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich mag diesen Rückenausschnitt sehr gerne. Aber mal schauen, ich stelle mir das total cool vor mit so mit Röcken. Eigentlich mit allem oder auch mit Jeanshosen. Einfach so wie so ein T-Shirt, was einfach sozusagen so schön im Rock oder in der Hose drin ist. Gerade bei einem Rock finde ich es eigentlich ganz schön. Ich hoffe, dass man das hier, dass sich das nicht so abzeichnet, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Und die vierte Sache ist ein Kleid. Mal schauen, ich freue mich. Okay. Okay, alrighty. Also, so sieht es aus. Das ist ein Leinenkleid, meine ich. Und das ist so ein Kleid, das hatte ich auf der Website gesehen, habe es dann eben bestellt und dann hieß es aber, es muss eben vorproduziert
es wird erst produziert, wenn man es eigentlich bestellt hat, was ich super cool finde. Also wirklich dieses nur das produzieren, was auch wirklich angefordert wird. Und das Kleid sieht gewöhnungsbedürftig aus. Ich muss es auf jeden Fall mal anziehen. Was mir total gut gefällt, ist dieses wunderschöne Waldgrün. Ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber das ist dunkler, glaube ich, als es auf der Kamera rauskommt. Der Stoff ist super schwer. Das ist, glaube ich, echt Leinen. Voll schön. Ich finde auch diese hellen Knöpfe total schön. Und den Schnitt an und für sich auch ganz cool. Ich stell mich mal kurz so hin. So. Hier hat es dann so ein paar so Taschen, was ja super cool ist. Hier schön an der Taille. Sieht aber auch ein bisschen aus wie so ein Landhauskleid. Ich muss es ehrlich sagen. Mal schauen, ich muss es jetzt mal anziehen. Ansonsten muss ich es zurückschicken. Und ich glaube, die Rücksendebedingungen bei Two Thirds Barcelona sind ein bisschen schwierig. Man zahlt da wirklich ganz schön drauf. Also mal schauen. Hier ist noch so eine süße Karte. Stay salty. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Vlog sozusagen mit einem Unboxing und mit einem Haul endet. Aber was macht man nicht alles? So, jetzt ist es 17:45 Uhr. Ich bin heute noch mit einer Freundin verabredet und muss noch kurz in die Stadt. Das heißt, ich räume jetzt hier noch kurz fertig auf. Vielleicht probiere ich diese Radlerhose auch mal noch kurz an. Ich hoffe, dass sie passt. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich habe ja vorhin schon Eigenwerbung für diesen Kanal gemacht. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen was mitgenommen aus diesem Tag. Ich schaue auch noch mal ganz kurz auf meine To-Do-Liste. Aber ich meine, ich habe sie schon weggeräumt. Ja, ich bin eigentlich so gut wie fertig. Yes! Eine E-Mail müsste ich noch schreiben. Aber das mache ich vielleicht später oder morgen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns ganz bald mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.